Hast du vorher schon mal Kuschi gegessen? Mm-mm. Das ist so ziemlich einer meiner Lieblingsspeisen. Ja? Aber nicht nur wegen der Art, wie sie zubereitet werden, sondern also nur, weil die Spieße nacheinander serviert werden. Weißt du, am Anfang, die ersten sind mit Tofu und Kürbis. Zwischendurch gibt es auch mal sowas wie eine Garnele. Aber damit darf man sich nicht zufrieden geben. Nein? Ja, weil die wirklichen Leckerbissen, die kommen erst ganz zum Schluss. Lamm, Rind, Schwein, weißt du? Und dafür musst du immer hungrig bleiben. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Na gut, ne? Mhm. Und was war jetzt dein Lieblingsspieß? Toni. Mein Name ist Ali Hamase, ich grüße dich. Hallo, ich bin Joanna. Das ist ein Kollege von mir. Störe ich gerade? Naja, also, wollen wir nicht einfach nachher irgendwie? Nachher geht leider nicht. Aber ich habe gerade noch einen Termin. Aber du hast jetzt einen Termin mit mir. Okay. Mhm. Weißt du, was Ehre ist? Du zum Beispiel hast keine Ehre. Wo wir herkommen, das ist eher eine große Sache. Man spuckt nicht auf einen, der Ehre hat. Das ist nicht gut. Toni, das ist ein Grundstück an der Spree. Du bist ein Geschäftsmann, ich bin ein Geschäftsmann. Du hättest genau das Gleiche gemacht, Toni. Ah, du bist Geschäftsmann. Okay, lass Geschäfte machen. Wir beide, oder was? Du gibst mir einfach das Grundstück wieder, was ich unterschrieben hatte, und ich zahle dich bar aus. Kommt das nicht dein Ernst, Toni? Hast du nicht verstanden? Wir haben sogar eine super Zeugin dabei. Toni, ich will dir nicht zu nahe treten. Aber mein letzter Stand war, dass ja, dass du nicht zahlen kannst. Matthias, der Mensch stirbt, aber das Geld stirbt nie. Das Grundstück gehört mir. Und basta. Wie war nochmal dein Name? Joanna. Joanna, guck mal. Meine Eltern kommen aus dem Libanon. Und da gibt es Menschen, wo der eine für den anderen stirbt. Meinst du, er würde für dich sterben? Toni, was soll ich? Lass dich doch mal aussprechen. Ich dachte, du bist ein Gentleman. Was ist los mit dir? Joanna, komm bitte. Ich. Du musst jetzt nicht stottern. Du musst nicht stottern. Hab keine Angst. Toni, drohst du mir? Matthias, ich würde dir doch nicht drohen, oder? Ich mach sowas nicht. Du kennst mich doch. Weißt du was? Ich lass mich von dir nicht verarschen. Erpressen, ja? Das kannst du mit deinen kleinen Läufern auf der Straße machen, aber nicht mit mir. Du unterschätzt meine Verbindung. Du unterschätzt meine Verbindung. Wir sind hier in Deutschland und ich bin Deutscher. Das ist ein Rechtsstaat, nicht wo auch immer du herkommst. Komm. Joanna? Ich glaube, deine Eltern würden ihn nicht mögen. Er ist nicht gut für dich. Vertrau mir. Wir gehen. Schönen Abend noch. Verkackter kleiner Araber. Was denkt der? Wer ist denn wie auf dem Basar oder was? Wie hat er sich das denn vorgestellt? Mit einem scheiß Koffer voller. Oh. Ey, mach keinen Spaß. Ab jetzt hörst du auf, Toni. Ist verstanden, du kleiner Hund? Ja. Wenn mir Befehle gibt, nur meine Eier. Molotov in dein Haus, the roof is on fire.